geht ab, meine Zuschauer, und willkommen zu einem neuen Lord-Vlog. Ja, ich habe gerade sehr, sehr viele Videos aufgenommen und ich habe jetzt gerade entdeckt, dass ein Booster irgendwie flöten gegangen ist und das machen wir jetzt mal auf. Das Ding ist, euch Zuschauern, die ihr jetzt diesen Lord-Vlog seht, kann ich noch nicht mal sagen, warum es krass ist. Wir haben Gastrodon, Pikachu, Paragoni, Mogelbaum, Fritzelblitz, Libiscus, Chaloko und Hisui Zoroark in Wien nochmal. Sehr, sehr nice. Cooler, nicer Hit auf jeden Fall mit am Start. Wir haben den 14.09. Ich habe Post bekommen von dem guten Danielius. Die seht ihr da. Mein Kater seht ihr da, meinen kleinen süßen Glücksbringer. Und dann wollen wir mal das Paket aufmachen. So, und da haben wir auch schon jede Menge Booster von verlorener Ursprung. Hier unten haben wir 8 Booster, die ich für Cash Royale nutzen werde mit dem guten Daniel. Da werde ich ihn übrigens so richtig zerstören. Und diese Top-Trainer-Box, die werde ich gleich live auf Instagram aufmachen. Also für mich gleich live. Und wenn es da irgendwelche Highlights gibt, dann seht ihr sie jetzt. Eher das in der Character Rare. Wir haben Paragoni am Start, Mogelbaum, Fritzelblitz. Wir haben Pikachu. Ey, du hast es gecallt, die Character Rare, ey. Du hast es einfach gecallt. Wie geil ist das denn? Ja, nice. Also wahrscheinlich eine der meistbegehrtesten Character Rares zusammen mit Glurak. Und die ziehen wir hier einfach. Sehr nice. Und haben wir dahinter noch was? Wir haben die Stadionruine in Gold! Oh mein Gott, was für ein Double-Hit-Pack! Die Stadionruine stand auch auf meiner One-Karten-Liste, glaube ich. Oh mein Gott, was für ein Double-Hit-Pack! Die erste coole Secret Rare aus dem Set. Richtig nice. Ich habe in dieser Woche auch mal Frühfeierabend, was richtig nice ist. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nice das ist. Und ja, was mache ich eigentlich hier so nebenbei, wenn ich gerade mal keine Videos aufnehme? Es ist ja auch so, dass ich in meiner Instagram-Story immer mal wieder Karten reinsetze. Folgt mir gerne auf Instagram, Link ist in der Infobox. Und jetzt habe ich wieder 3 Karten rausgesucht, die werde ich vertraden, beziehungsweise habe es schon. Und zwar die 3 Karten hier unten, die ich aus verlorener Ursprung gezogen habe, werde ich jetzt vertauschen. Was ich dafür bekomme, werden wir noch in dieser Folge sehen und da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass es ein guter Tausch war. Es ist Freitag und ich habe mal wieder Post bekommen. Hier habe ich den Umschlag und dann wollen wir die Karten mal auspacken. Zum einen habe ich hier die sogenannte Verkrümmungsenergie. Den Wert werde ich euch jetzt nochmal einblenden. Und zwar habe ich diese gekauft, weil ich ja mein kleines Gold-Energiekartenprojekt habe. Und ich fand einfach, die sieht ganz schön in der Mitte aus. Dann haben wir die Sanna in Full Art, hinter der ich auch schon ganz, ganz lange her bin. Halt seit Fusionsangriff damals schon rauskam. Die stand auf meiner One-Kartenliste. Habe ich leider nie selber gezogen. Und jetzt habe ich sie endlich. Und dann haben wir hier nochmal die wunderschöne Mel in Full Art, die ich zwar schon mal selber gezogen habe, aber die musste ich dann leider wieder vertauschen. Beziehungsweise ich habe irgendwie die aus Versehen mit vertauscht und hatte nicht dran gedacht, dass ich die eigentlich behalten wollte. 3 wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Karten, das muss man sagen. So, wir haben Sonntag. Hier hinter mir könnt ihr eine Tüte sehen und was da drin ist, werde ich jetzt einmal auspacken. Guckt es euch an, das sind mehrere Tinboxen voller Pokémon-Karten. Hier sind jede Menge V-Karten und das alles werde ich jetzt sortieren.
Ich muss sogar sagen, das ganze Sortieren hat ziemlich lange gedauert. Insgesamt war ich bestimmt 3 oder 4 Stunden am Sortieren. Ich hatte dabei kein vorgefestigtes System, aber meine Schwester hat mir später noch ein paar Anweisungen gegeben oder beziehungsweise ein paar Wünsche geäußert, wie sie ihre Sammlung ganz gerne sortiert haben wollte. Das Endergebnis seht ihr hier gerade laufen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, sowohl sie als auch ich waren sehr überrascht, was sie noch an alten Karten, vor allem aus dem Sonne- und Mondzyklus, so da hatte, weil wir ehrlich gesagt von den meisten Karten gar nicht mehr wussten, dass sie sie überhaupt hat. Aber was man nicht vergessen darf, meine Schwester hat auch eine Zeit lang Pokémon-Karten-Openings gemacht. Ich werde euch einfach mal oben auf dem i1 verlinken von ihr, könnt ihr ja gerne mal reinsnacken. Rein sneaken auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ja, allein hier die ganzen Wii-Karten, die wir schon sehen, die sind natürlich alle sortiert. Da habe ich mir ein paar Wünsche auch von ihr geholt, wie sie das gerne hätte. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum ich das gemacht habe, ich hatte gestern am Sonntag, oder für mich gestern am Sonntag, hatte ich einfach nicht so viel zu tun und hatte einfach Lust, die ganzen Karten durchzusortieren. Und ja, wie gesagt, das ist das Endergebnis davon. Wir sind mal wieder im Auto, meine werten Freunde. Ich bin ein bisschen zu früh auf der Arbeit angekommen und ich habe noch ein bisschen Zeit. Daher war ich unterwegs mal und habe mir 1, 2, 3, 4, 5 Booster gekauft. Ich habe auch bewusst darauf geachtet, mal schlechtere Booster zu nehmen und nicht nur welche vom neuesten Set, weil wir wollen einfach mal gucken, welches dieser Booster irgendwie einen guten Hit dabei hat. Und ihr wisst, Leute, ich kann Cupidos nicht ausstehen, aber irgendwas hat mir eben an der Tankstelle gesagt, ich muss mir einen Cupidos Booster mitnehmen. Mal gucken. Sensex, jetzt müsste die Reverse kommen. Wir haben den Urs leider nur in Reverse. Und hey, Zoroark Vista, nicht schlecht. Nicht schlecht. Iskala, Raffel, Legios, Quapsel, come on. Gorkler, leider eine normale Reverse. Und wir haben Cupidos V. Okay. Ich bin froh, dass ich nächste Woche ein paar Tage frei habe. Und ich habe heute Post bekommen. Das ist ja auch gar keine Überraschung, dass ich das in einem Lord-Vlog sage. Aber dieses Mal sind sogar 2 Umschläge dabei. Okay, wir gucken. Und hier haben wir einmal die Formeo Character Rare Karte und auf der anderen Seite ist noch eine andere Karte und zwar die Gengar Character Rare. Damit haben wir jetzt Stand der Aufnahme nicht mal 2 Wochen nach Release des neuen Sets alle 11 Character Rares zusammen und es stört mich immer noch, dass es nur 11 sind. Dann gucken wir uns als nächstes den Umschlag vom guten Dahaniel an. Muss das so ein bisschen so machen, damit ihr hier die Adressen und alles nicht sehen könnt. Und dann haben wir hier die Hits von meinem Opening. Wir haben ein Skelabra Character Rare, Aerodactyl V und strahlendes Sneebos. Das war ein ziemlich guter Dreierblister, würde ich sagen. Damit wären wir auch schon am Ende der Lord Vlog Folge angekommen. Und ich wollte noch mal ein Thema ansprechen, das mir persönlich auch wichtig ist. Und zwar streame ich ja im Moment ziemlich wenig und ich dachte, es wäre vielleicht ganz nice für euch, wenn ich mich auch mal dazu äußere. Ich habe das zwar schon auf Instagram getan, aber ich habe irgendwie im Nachhinein gemerkt, deswegen habe ich das Statement auch gelöscht, dass ich da nicht so ganz ehrlich war. Und zwar habe ich im Moment einfach nicht so die Lust zum Streamen. Ich sag's mal so, es werden zwar jetzt ab dem Sonntag, ab Sonntag werden wieder Streams kommen, aber ich habe halt nicht Lust, irgendein Live-Let's Play durchzuziehen, was mir im Moment auch einfach nicht so viel Spaß macht, weil da diese Verpflichtung da ist. Das heißt, es ist jetzt so, dass Streams
Also, die, was ich euch versprechen kann, die Pack Battle Stream Liga im November, die geplant ist, die wird es auf jeden Fall geben. Da führt auch kein Weg dran vorbei, vor allem, weil ich die meisten Teilnehmer schon kontaktiert habe und alles. Aber darüber hinaus wird es nicht jede Woche Sonntag einen Stream geben. Und wenn, gibt es einen Stream, wo auf was, was ich Bock habe. Also jetzt morgen zum Beispiel, wenn ihr dieses Video seht, sollte der Stream auch schon online sichtbar sein. Aber morgen zum Beispiel wird es einfach TCG Online ein bisschen geben und wir werden mal ein paar neue, also wir werden mal ein paar Booster aufmachen, einfach so just for fun. Das ist dann quasi alles, was wir machen werden morgen. Und einfach nur so just for fun. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch gerne jetzt einen Daumen hoch und abonniert den Kanal für mehr kostenlosen Pokémon-Content. Hier neben mir könnt ihr das direkt tun. Da findet ihr auch ein speziell auf euch zugeschnittenes Video. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.